Mal spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft am Donnerstag gegen Nordirland. 10 Siege, 4 Unentschieden und 2 Niederlagen. Markus, gibt es diesmal das Ticket für Russland? Wenn es die 3. Niederlage gibt, Hansi, dann gibt es kein Ticket für Russland. Ein Unentschieden reicht der deutschen Fußballnationalmannschaft in Belfast, um das WM-Ticket endgültig klarzumachen. 5 Punkte hat Deutschland Vorsprung vor dem härtesten Widersacher in der Qualifikationsgruppe C vor Nordirland. Also so richtig schief gehen kann da in den noch ausstehenden 2 Spielen eigentlich nichts mehr. Die Erkältung steckt dem Bundestrainer noch ein wenig in den Knochen. Er fröstelt, packt sich auch warm ein. Durchhalten die Devise. Einen Punkt braucht Deutschland schließlich nur noch, um sich zu qualifizieren. Allerdings, die Nordiren sind der deutlich stärkste Gruppengegner. Die taktische Ausrichtung ist klar. Also wir wollen natürlich das Spiel dominieren und gewinnen. Wir werden auf einen Gegner treffen, der sich qualifiziert hat, zumindest für die Playoffs, der mit Sicherheit nichts zu verlieren hat. Gut deshalb, dass Jérôme Boateng zurückkehrt, nach fast 12-monatiger Abstinenz im DFB-Trikot. Als Abwehrchef gibt er auch gleich die Richtung vor für die letzten beiden Qualifikationsspiele. 6 Punkte sollten es schon sein. Ja, absolutes Anspruch, denke ich, an die ganze Mannschaft und als Team. Und ich glaube, wir haben bis jetzt eine sehr gute Quali gespielt und die wollen wir natürlich mit den 2 Spielen auch zu Ende bringen. Nicht dabei sind dieses Mal Spieler von Borussia Dortmund und damit vom aktuell souveränen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Ein bemerkenswertes Detail. Die Dortmunder Jungs spielen eine sensationelle Runde und wir haben auch die Spieler, die für den Kader oder für unseren Kader in Frage kommen, auf dem Schirm. Und dass wir jetzt keinen Dortmunder Spieler eingeladen haben, heißt ja nicht, dass es beim nächsten Lehrgang wieder so sein muss. Sicher scheint, dass Marc-André Ter Stegen erneut im Tor stehen wird. Der Keeper aus Barcelona ist inzwischen nach dem Ausfall von Manuel Neuer der erste Vertreter der etatmäßigen Nummer 1. Offen dagegen, wer morgen Abend stürmen wird, nachdem Werner und Gomez ja absagen mussten. Wir haben viele kopfballstarke Spieler, offensiv wie defensiv. Ich freue mich, wenn ich spielen kann oder spielen darf, aber ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Gestern Zusammenkunft, heute Anreise und Abschlusstraining, morgen Spiel. Es ist eine Art Qualifikations-Quickie für Joachim Löw und Co. Da bleibt keine Zeit, um noch an etwaige Viren zu denken.